Hallo und willkommen zurück. Willkommen, Mathil Englerland, liebe Freunde, bei Thrones of Britannia. Ja, wir sind hier immer noch unterwegs und im Krieg mit North Leoda und hier West Moringus, die wir fast besiegt haben. Allerdings kämpfen wir mit einigen Problemen. Ihr seht es hier oben, die Kriegsmüdigkeit ist schon auf minus 3. Die englische Bevölkerung mag uns überhaupt nicht. Das hat damit zu tun, dass wir einmal hier Ripum frei, im Feind freigegeben haben und das zurückerobern mussten, was die Bevölkerung immer schlecht findet, wenn wir Städte erobern. Vielleicht sollte es da nochmal einen kleinen Tweak geben, dass Siedlungen, die man in einer bestimmten Zeit wieder zurückerobert vom Gegner, da keinen Malus bringen, aber ja. Und gleiches gilt hier für Dunholm, das auch von North Leoda eingenommen wurde, deren Armee wir zerschlagen haben, aber hier kommt eine Full-Stack-Armee mit 20 Einheiten. Und sie wird vermutlich in Gyrum landen, ich bin nicht sicher, wir müssen das abwarten. Sie kann uns jedenfalls nicht unmittelbar erreichen, von daher bleiben wir erstmal dort stehen. Wir haben hier noch eine kleine Truppe, die gegen North Leoda zieht. Allerdings wird unsere Siedlung hier kapitulieren und wir können nichts dagegen tun. Wir haben hier keine Truppen. Hier ist ja unser Sohn. Nein, das ist Knut. Das ist nicht unser Sohn. Gab es nicht noch irgendwo eine Armee? Edred. Nee, dann hatten wir die aufgelöst. Genau, ich erinnere mich, die war hier in Memcaster. Die haben wir aufgelöst und ja. Wir können nicht mal mehr den Ausbau hier abbrechen, das heißt, das Geld ist auch aus dem Fenster gepustet. Außerdem haben wir Revoltenrisiko in Cumbraland und Agmundranessi. Und die öffentliche Ordnung ist auch sehr schlecht, also hier haben wir zum Beispiel Risiko öffentliche Ordnung minus 10. Na, das geht halt über Zeit erst wieder zurück, ne? Vielleicht bleiben wir mit der Armee doch da. Wir können hier unten ja sowieso nichts ausrichten. Oder sollten wir das hier erobern? Wir machen das. Und dann stelle ich nochmal kurz sicher, dass unsere Vasallen haben einen Kriegszielangriff auf den, ne? Ja. Sehr schön. Nicht, dass die hier die Provinz besitzen. Ich meine, wäre jetzt nicht das Schlimmste für uns, aber ich glaube, die Bedrohung da oben ist schwieriger. Und deswegen gehen wir jetzt mal in die nächste Runde und schauen mal, was die North Leodischen Truppen da machen. Okay, unsere Vasallen ziehen doch weiter nach Süden. Das ist natürlich schlecht. Wir haben jetzt keine Chance, diese 20er Armee aufzuhalten. Dublin greift durch. Einer der Longfords, der Wikinger in Iriu, ist gefallen. Dublin vergeudet keine Zeit und reagiert prompt. Sie haben die Kontrolle über alle anderen Wikinger-Fraktionen in Irland übernommen und sie zu ihren Vasallen gemacht. Anscheinend erwarten sie noch mehr Schwierigkeiten. Okay. Krass. So, Herrick ist wieder bereit. Wir haben die Nordmänner angetroffen. Hier haben Leute Frieden geschlossen. Und so weiter. Und wie ist es jetzt hier unten? Warum ist das jetzt um 1 wieder gestiegen? Hätte das nicht schon fallen müssen? Gibt es da eine Mechanik, dass man das verlängern kann irgendwie? Okay, also unsere Vasallen nehmen das ein. Das heißt, die Armee kommt auf keinen Fall rechtzeitig. Dann ziehen wir sie doch zurück in die Stadt, deren Namen ich nicht sicher aussprechen kann, und rekrutieren sogar nochmal Truppen hinterher, damit wir gegen den kommenden Aufstand etwas ins Feld werfen können. Axtkämpfer sind, glaube ich, gut. Nochmal Bogenschützen sind gut.
Ein Kundschafter. Was würde das kosten an Nahrung? 30. Das ist zu viel. Das geht nicht. Da müssen wir die Reiter wieder rausnehmen. Okay. Die Krieger sind bereit. So, hier ist kein General dabei, wie es aussieht, oder? Jedenfalls sehe ich ihn hier nicht, aber Egbert führt die Armee an. König Egbert. Und der hat neu rekrutierte Truppen dabei. Was uns natürlich zum Wir Vorteil führen euch zu Ruhm. gereichen würde, aber im besten Willen sehe ich das nicht, dass wir Unter keinen diese Umständen. Armee besiegen können. Weiß halt nicht, was hier noch drin ist, ne? Ich rechne mit dem F Schlimmsten und gehe davon aus, dass es irgendwie hier Speerkämpfer sind. Wobei die Einheiten nach einer Logik angeordnet werden, oder nicht? Speere, Schwerter, Äxte, Bögen und Kavallerie. Das realisieren Das wir. würde Das bedeuten, können wir nicht. also wenn das so ist, dass das alles Kavallerie sein könnte. Oder dass die alle einfach hier aufgereiht werden, aber hier noch dazwischen gehören. Leid über unsere Feinde. Bin nicht sicher, ob ich so verrückt sein sollte, das mal zu probieren, wenigstens. Weil das würde diese Kampagne relativ schnell beenden, nicht? Nahrungsproduktion dauert noch. Könnten hier die Münzwerkstatt ausbauen, aber das spare ich lieber das Geld. Das verbraucht Nahrung, das können wir nicht. Unmöglich. Hier ist noch ein General, Osbert, das ist der Erbe. Feindliches Blut wird fließen. Wir stehen bereit. Wir könnten jetzt auch in seine Richtung ziehen und ihn töten, ne? Aber also, welchen Sinn würde das machen? Wir würden unser Land öffnen komplett hier für diese Armee, die sich nach der Einnahme von Dunholm dann auch verstärken kann. Warum wollen unsere Verbündeten da nicht angreifen, sondern erstmal West Moringes erledigen? Das verstehe ich nicht. Uthred. Oh, wir sehen hier gerade, Gwynedd ist von Mercia stark zurückgedrängt worden. Und East Anglia unter Guthrum, der große Rest der Rest des großen Heeres so. Ist gerade im Krieg mit ganz Südengland hier. Wessex kennt. Und auch den, was ist hier, Cornwall? Wie steht denn Sir Ken zu uns? Können wir uns mit denen Setzt noch euch und trinkt ein Bier. Warum seid ihr hier? verbünden? Diese Freundschaft ist leider. Sie wollen nicht mal einen Freundschaftsvertrag. Nee, ich will Ihnen nicht den Krieg erklären. Ich möchte, dass Sie Krieg beitreten gegen North Leoda. Und wir bieten Ihnen dafür Geld. Alles, was wir haben. Unsere Krieger haben Besseres zu tun. Sie finden das trotzdem als beleidigend.
Tja, ihr seht mich in einer verzweifelten Situation. Etwas ratlos. Wir sind fast voll versorgt. Ich würde sagen, dann machen wir das. Ziehen darüber. Vielleicht können wir ihn ablenken. Ein bisschen durch die Gegend scheuchen. Warten wir es ab, warten wir es ab. So, die Stadt wird fallen. Das hier werden unsere Vasallen einnehmen. Das ist der Fall, aber Westmoringis kann tatsächlich noch. Oh, und da kommt auch eine Flotte der Vasallen unserer Feinde oder Verbündeten. Verwundet. Thoret, der in Memcaster war, wurde verwundet, ist jedoch mit dem Leben davon gekommen. Und die haben es immer noch nicht eingenommen. Also ich weiß nicht warum. Dafür ist hier Westmoringis jetzt besiegt. Zumindest haben sie keine Siedlung mehr. Unmöglich. Und hier ist eine hart angeschlagene Armee auf dem Rückzug. Dienen bis zum Ende. Können wir denen begegnen? Unter keinen Umständen. Das können wir nicht. Tja, unsere Vasallen müssten jetzt eigentlich diese Armee hier abwehren von Westerners und diese Armee verfolgen, wobei auch wir das übernehmen können. Kapitulation ist immer noch bevorstehend. Ja, Dunholm haben wir verloren. Das war ja vorherzusehen. Nein, keine Chance. Unter keinen Umständen. Verlasst euch auf uns. Und wir erreichen den nicht, weil wir nicht schnell genug sind. Was könnten wir machen? Wenn wir jetzt diese Siedlung hier angreifen, die sind, wenn mich nicht alles täuscht, Teil von dieser Provinz, ja. Dann werden uns die Engländer noch mehr hassen. Die Krieger sind bereit. Was gibt's denn da in Hagestaldis? Schafe gibt's da. Meine Nahrung ist schon wichtig, dann lass uns das doch machen. Und bauen wir die große Halle noch aus hier unten oder schaffen wir das nicht mehr? 6 Runden, das schaffen wir nicht mehr. Immerhin haben wir wieder plus 1 bei der Armee. Das ist ja auch schon mal wichtig. Unmöglich. Wir bleiben da mal stehen und warten, was der Leid über unsere Feinde. Gegner macht. Hier ziehen wir gen Süden. Ach, wir hätten noch einen neuen Statthalter ernennen können. Und sie ziehen tatsächlich konsequent Siedlung um Siedlung gen Süden. Die Nordmänner wurden vernichtet, Steenburg wurde vernichtet. Wir haben nicht mehr genug Nahrung, wir können was erforschen. Geht es beim Militär mittlerweile irgendwas? Nein. Ja, dann machen wir hier weiter mit herabgesetzten Zöllen, was mehr Handel gibt. Keine Chance. Okay, und Wolfnoth hat jetzt auch nochmal auf 20 Einheiten hochgestockt. Nein. Keine Chance. Was ist das hier für eine Armee? Churubi. Das können wir nicht. Unmöglich.
Oh, Memcaster ist jetzt gefallen. Werden die das jetzt einnehmen? Vermutlich. Was machen diese vier da? Die dürften ja auch bald keine... Fremder Boden minus 15. Dann haben sie in der nächsten Runde keine... Ressourcen mehr. Dann müssten wir sie mit der Armee auch besiegen können. Ehre erwartet uns. Wir gehen ihnen mal ein Stück entgegen. Ja, und hier oben? Dienen bis zum Ende. Keine Ahnung. Können weiter plündern. Oder am Anfang zu plündern. Unsere Feinde sollen untergehen. Aber ohne Nahrung bringt auch das ganze Plündern nichts. Das muss auch klar sein. Unmöglich. Und die haben nur noch 19. Haben sie wahrscheinlich einer zusammengelegt, würde ich mal vermuten. Bis wo können die sich bewegen? Bis da, das ist schlecht. Die Krieger sind bereit. Legen wir los. Gehen wir mal da oben hin. Da dürfen sie nicht hinkommen. Ja. Für den Sieg! Voran, Männer! Die Zeit dafür wird kommen. Ja, voran, Männer, wenn hier noch irgendwas zu retten ist. Wer weiß. Leute, da bauen wir jetzt mal eine Taverne, falls die noch jemals fertig wird. Und Nahrung ist echt ein krasses Problem bei uns. Weil wir auch die Siedlung da oben verloren haben, ne? Logischerweise. Hier unten wurde, glaube ich, auch Nahrung produziert. Recht erinnere. Ja, hier in der Zehntscheune. Okay. Das realisieren wir. Naja, gut. Wenn die Kampagne verloren geht, dann ist das so, ne? Wir sind ja mit einer schweren Fraktion reingestartet. Dann ist das auch okay, denke ich, wenn man das verliert. Vor allem im ersten Anlauf, ja. Also ich habe vorher ja nicht viel gespielt. Nur mal kurz die Mechaniken angeschaut. So, da sind jetzt die Vasallen gelandet. Okay. Von den Hebriden. Grante Bru wurde zerstört. Ketretha wird belagert. Wir sind jetzt tatsächlich da unten und haben wieder Einheiten nachrekrutiert. Sind jetzt bei 20. Wir führen euch zu Ruhm. Können wir den erreichen? Ja, den erreichen wir endlich. Dann lasst uns den Erben schon mal töten. Das können wir automatisch machen. Und offensiv bitte. So, ich hoffe, das hat einen Einfluss auf die innere Stabilität. So, Guthried haben wir getötet. Sagt aber nichts darüber, ob wir jetzt... ob dadurch irgendwas entsteht. Garnisonsarmee hat Verschleiß. Anstehende Rebellion fast überall. Zu wenig Nahrung. Die Engländer kochen vor Wut. Ja, pff. Was soll man machen, ne? Leid über unsere Feinde. So, die will ich jetzt mal eben hier erledigen. Ausrücken. Ziehen sich natürlich zurück, aber wir kommen noch in Reichweite und auch das machen wir automatisch. Der Gegner ist quasi ja schon durch Verschleiß aufgelöst. Dann kriegen wir zumindest den Auftrag. Müssen wir jetzt abgeschlossen haben, die Mission. Ja, bitte verstärken. Fraktion vernichtet, West Moringas, Feind getötet und Kriegseifer wird gesteigert. Ja, immerhin. Was sollen wir jetzt machen? Ragnars Vermächtnis, ein Weg der Vergeltung. Einer eurer Skalden hat eine neue Saga gedichtet, die Geschichte Ragnars erzählt, wie er ehrenhaft kämpfte, aber dennoch von den Angelsachsen gefangen genommen wurde und wie sie ihn gefesselt und hilflos in eine Schlangengrube warfen, um ihn zu töten. Diese Beleidigung darf niemals dem Vergessen anheimfallen. Die Sippe jener, die Ragnar getötet haben, werden durch die Hand eures Volkes, Ragnars Verwandte im Geiste, wenn nicht dem Blute nach, leiden. Überfallt eine naheliegende angelsächsische Siedlung, um die sich dort versteckten Schwächlinge auszurauben und zu terrorisieren. Das gibt uns 1000, wenn wir das machen. Kriegseifer ist gestiegen. Ja. Nice to know. Mehr leider nicht.
Edred, unser General, kann gelevelt werden. Wir geben ihm mal noch einen besseren Priester, weil er zu viel Einfluss bekommt. Tja, und hier habe ich keine Mittel gegen diese Armee. Beim besten Willen nicht. Unsere Feinde sollen untergehen. Beute und Ruhm. In Odins Namen. Und Leute sind eine niedrige Loyalität. Woran liegt das? Wenig Grundbesitz. Erstmal, nee, Statthalter können wir nicht mehr benennen natürlich, weil das verloren ist. Aber wir halten hier zu viele Dinge. Wem geben wir das? Vielleicht Herig. Loyalität 6. Lancaster geben wir. Ich würde es gerne Leuten geben, die nicht viel Einfluss haben. Leofine. Okay, damit sind auch die anderen wieder im Lot. Außer Knut, 6-3. Wie viel Einfluss haben wir noch? 5. Wir könnten für unseren Sohn Knut eine Frau suchen. Was macht sie? Wir nehmen uns, was wir begehren. Hast du das vergessen? Minus 1 Regierung, plus 20 Korruption. Nein. Die wollen wir nicht. Können wir dann nächste Runde wieder versuchen. Wir werden mal ein Festmahl abhalten. Das kostet uns einiges an Gold, aber steigert unseren Einfluss, damit wir zumindest in den eigenen Reihen die Gefolgschaft stabil halten können. Verlasst euch auf uns. So. Wie ist das denn jetzt hier? Das haben die uns gegeben, sehe ich das richtig? Die Krieger sind bereit. Wartet ein wenig. Oh. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ups, ich klicke immer auf den Stammbaum. Ich will zur Diplomatie. Dann solltet ihr vielleicht erstmal diese Armee da bekämpfen. Also gut. Wenn ihr schon mal da seid, liebe Vasallen. Reparatur. Ja, das war doch letzte Runde noch nicht angezeigt, oder? Die uns das jetzt übertragen. Möglich wäre es jedenfalls. Und die Armee sollten wir dann vielleicht doch nochmal wieder zurückziehen. Es sei denn, diese Truppen hier kommen jetzt hier rüber. Was sie tatsächlich tun. Und North Leodek greift jetzt unsere Stadt an. Leofine wird sie verteidigen. Also ich sehe da keine Chance, auch wenn wir es manuell machen nicht. Aber wir machen es mal. Warum nicht? Vielleicht können wir da noch irgendwas rausholen. Mal schauen. Vielleicht den König töten oder so. König Egbert. Ob das wohl der Egbert aus Vikings ist? Ich weiß es nicht. Könnte ja sein, der war ja in der Nähe von Elle. Erzähl es nie einem bösen Mann, wenn unglücklich ereilt, ja. Weise Worte. So, wir sind schon über der Zeit, aber diese Schlacht machen wir jetzt einfach noch. Die Zeit nehmen wir uns.
Auch der Geist so manchen Mannes der reinen Fleisches ist in des Teufels Netz verfangen. So. Alle Männer sind sterblich, ja, das ist schon mal richtig. So, komm. Spiel, lade. Ich habe noch die Performance so gelobt. Danach dauerte das Laden. Bei der Verteidigung einer Belagerungsschlacht müsst ihr den Feind verjagen, ehe er den Siegpunkt erobert. Schützt die Mauern und drängt den Feind zurück. Jawohl. So, hier steht der Feind. An einer Seite. Gibt es denn hier mehrere Verteidigungslinien? Nein, das ist nicht der Fall. Und mal gleich mal gucken, was die eigentlich für Belagerungsgerät dabei haben. Das Gefecht wartet. Wenn die da stehen, könnt ihr dann da in die Mitte schießen? Ja, könnt ihr. Ach, wir haben noch einmal diese Plänkler. So, Axtkämpfer zur Reserve für den Nahkampf, falls der Gegner doch rüberkommen sollte. Und was können die Türme hier? Weiß man nicht. Verbleibend eine Barrikade. Was heißt das? Zur Schlacht bereit. Kann man Barrikaden irgendwie bauen? Ach, es regnet auch, deswegen können wir keine Brandpfeile einsetzen, natürlich. Ruhm und Beute. Ich weiß nicht. Eine Barrikade. Was soll es bedeuten? So, ich wollte noch schauen, was der Gegner hier eigentlich mitbringt. Einen Rambock und zwei Türme tatsächlich. Ja, okay. Nieder mit dem Feind. Der Kampf hat begonnen. Eure Truppen können nun zur Suche des Feindes aufbrechen. Das Gefecht wartet. Schickt eure Streitkräfte voran. Der Feind wird sichtbar, wenn seine Streitkräfte näher rücken. Ja, danke für den Tipp, aber die gegnerische Armee steht da vor uns. Wir sind stark in der Unterzahl. Das ist wahr. Die Befestigungsanlagen werden angegriffen. Wenn der Siegpunkt eingenommen wird, ist die Siedlung verloren. Ja, das ist so wie in den vorherigen Teilen auch. Bogenschützen. So, die Bogenschützen schießen schon mal. Die schießen hier auf den blöden Turm, aber ohne brennende Pfeile. Wir stehen unter Beschuss. Richten die da wohl kaum was aus, oder? Wir stehen unter Beschuss. Oh, hier drüben werden tatsächlich Leute getroffen. Vielleicht können wir das Feuer auf den Rambock konzentrieren. Das wäre mir, glaube ich, lieber. Und dann die Einheiten an den Türmen abfangen, die Gegner. Denn ich glaube, wenn die Einheit hier rausgeschossen sein sollte... Also die Speerkämpfer sind ziemlich gut gegen die hier. Speerwerfer, die Plänkler. Speerträger, so heißen sie. Schieß bitte mal auf die. Ist der Turm da im Weg oder was ist jetzt das Problem? So. Da sind Speere. Wurfspeere. Die Wurfspeere kommen dann mal raus. Hier geht schnell darüber. Und so werfet. Befehligt uns.
Okay, General vor. Gegen was kämpfen wir hier? Tarnen. Das Tor ist schon gebrochen? Was? Das ging ja fix. Wir gehen hier mal in den Schildwall. So, zum Angriff. Wo sind jetzt unsere... Hier. Axtkämpfer. Unterstützt bitte diesen Angriff. Die feindliche Kavallerie ist hier drin. Wie ist sie denn hier vorbeigekommen? An unserem Schildwall. Was ist das denn? Was machen die da unten? Oh mein Gott. Ja, damit ist das dann wohl schon zu Ende hier. Auch wenn unser Anführer immer noch das Tor. Naja, hält kann man nicht sagen, aber hier. Doch, ja, er hält eine Menge Truppen auf. Das muss man schon mal so. Muss man schon mal festhalten. So, wie sieht's hier aus? Unsere Axtkämpfer sind noch voll im Gange. Und der Anführer, der hält immer noch. Ah. Komm schon, lief ein. Du kannst gegen alle Seiten kämpfen. Kein Problem. Wir haben den Mut verloren. Ich raste aus hier. Könnt ihr nicht endlich mal hier hochmarschieren? Was ist denn mit denen? Warum machen die das nicht? So, die Kavallerie reitet einfach irgendwie hier durch. Ich weiß nicht. Aber der Anführer hält immer noch aus. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Wenn er natürlich jetzt in einer hoffnungslosen Position ist, von beiden Seiten umschlossen. Laufen auch weg. Ach so, raus geht immer, wa? Ist ja putzig. Da kam gerade die Speere geflogen. So, die Bogenschützen haben ihre Munition verschossen. Oh, die Einheiten stehen hier rum und machen nichts. Dann mal zum Angriff, wenn ich bitten darf. Was steht hier noch? Bogenschützen, Bogenschützen. Also, es scheint ja ein bisschen so, als könnten wir es tatsächlich gewinnen, ne? Was ich schon
bisschen seltsam finde, aber... Ich würde mich da jetzt nicht unbedingt gegenstellen, wenn wir das gewinnen würden. Ich glaube, es liegt jetzt alles an unserem Anführer, solange der durchhält. Wir müssen auch mit unseren Axtkämpfern hier jetzt mal gegen den feindlichen König ziehen, gegen Egbert. Denn der setzt unserem Anführer jetzt schon ordentlich zu und das können wir uns nicht gefallen lassen. Jetzt kriegen wir auch feindlichen Fernkampfbeschuss. Leider kann der hier keine Sammelnfunktion machen, weil er wohl kein richtiger General ist, sondern einfach nur der Statthalter. Ja, der Feind sammelt jetzt seine Moral. Elite-Schwertinfanterie ist eine Bedrohung. So. Wir machen jetzt einen All-Out-Angriff. Au! Charge! Die zerquetschen sich da jetzt eigentlich gegenseitig, ne? Wie ist es denn jetzt hier? 83 hat der noch. Begeister. Zuversichtlich. Mitgenommen. Verliert den aktuellen Kampf. Verluste erlitten. Nur der Anführer ist noch begeistert. Ahu, ahu. Also wenn wir diese drei Einheiten hier loswerden, wenn die fliehen sollten, dann haben wir nur noch hier die... Der sammelt sich schon wieder. Haben wir nur noch die feindlichen Bogenschützen, die da in der Gegend rumstehen. Begeistert, zuversichtlich mitgenommen. Begeistert, begeistert. 81. Wer flieht denn? War da wer? Wie er die Truppen einfach immer wieder sammeln kann. Jetzt kommen auch die feindlichen Bogenschützen. Haben Munition verschossen. Und wir chargen jetzt einfach mal durch. Ach, ich denke immer hier, der gibt Moralboost, aber das ist das Tor. Die Einnahme geht hoch und runter. Ich glaube, wir müssen unseren Anführer rausnehmen, wenn das geht. Zumindest, dass er nicht in der ersten Reihe kämpft. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt eine höhere Geschwindigkeit stellen will, ehrlich gesagt. Ich mach's mal. Mitgenommen, die müssten sich eigentlich mal ausruhen. Müssten die eigentlich alle mal. Thank you.
Was ich gerade überlege, ob wir uns zurückziehen sollten und hier so einen Kreis aufbauen. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht... Moralboost gibt oder ob die Moral dann zusammenbricht, wenn sie sich aus dem Kampf zurückziehen. Zieht sich eine weitere feindliche Einheit zurück. So, wir gehen jetzt mal raus. Wir haben uns aus dem Kampf gelöst. Und dann werden wir versuchen, die einzeln anzugreifen. So, Angriff auf Eckbert. Wie ist es denn jetzt hier mit dem? 56 hat er jetzt noch. Kommt schon, Kinder, ihr müsst den jetzt mal in den Rücken fallen. Das war der Plan. Ja, aber unsere Einheiten sind auch kurz davor zu fliehen. Jetzt all out auf den Anführer, damit wir ihre Moral brechen können. Kommt schon, Männer! Kommt schon! Der Sieg ist nah! Für Odin! Thor ist mit uns! Wie viel hat er noch? 46! Zuversichtlich, ich habe Verlust erlitten. Was mit der geflohenen Einheit? Sammelt die sich wieder oder ist die jetzt weg? Scheint weg zu sein, ne? Ja, ich sehe auch keine auf der Karte. Okay. Was ist denn jetzt hier? Gegen Speerkämpfer kämpft ihr? Das solltet ihr doch problemlos schaffen. Ja, also ist verloren, ne? Man hätte vielleicht drin bleiben sollen, ich weiß es nicht, im Kampf, im Nahkampf da unten. Vielleicht. Die letzte Einheit kämpft jetzt hier noch. Glorreiche Niederlage. Ja, länger durchgehalten als gedacht. Und guckt mal, wir haben fast die gesamte Armee vernichtet. Oh mein Gott. Ah. Das ist hart. Wir haben 675 aufgestellt. 70 haben überlebt. Die werden jetzt natürlich sterben. Und 1100 Mann haben wir getötet. Insgesamt sind wir gegen 1233 Verluste. 340 von 1570 sind über. Krass. Ja, ein, zwei Einheiten mehr und wir hätten das gewonnen, ne? Und er hat sofort nachrekrutiert, habt ihr gesehen? Den Überschuss zuteilen. Wir haben Getreide und werden ihn wem geben? Der Armee oder den Engländern? Ich glaube, wir müssen es den Engländern geben. Eine
würdiger Bund. Herr Resuit will Edred heiraten. Einer eurer Untertanen wurde jüngst betört und wünscht, seine Außerkrone zu heiraten. Was bringt sie denn? Arrogant. Minus 1 Einfluss für den Ehemann. Plus 1 Kommando. Ja. Bitteschön. Der Herr König ist zu gutherzig. Es gibt Blutregen. Minus 3 öffentliche Ordnung in allen Regionen. Holy moly. Dienen bis zum Ende. Unter keinen Umständen. Sind die in Reichweite von der Stadt? Ich fürchte wir nicht, ne? Schwören treuen Dienst. Probier das mal aus. Nope. Krieger, runter vom Feld. Genau, runter vom Feld. Greift an. Verweist ihre Nachkommen. Wie sieht's da aus? Was haben die dabei? Deutlich angeschlagene Einheiten. Ich werde sie mal belagern. Puh. So, und da müssen wir jetzt versuchen, möglichst schnell hier runter zu kommen, um das wieder zurückzuerobern. Diese angeschlagene Armee werden wir doch wohl besiegen können. Unsere Leute. Warum ist das so rot? Unsere Leute verlangen Grundbesitz, glaube ich. Ja. Achso, ich glaube, der ist gestorben, ne? Der, das hatte... Geben wir es unserem Sohn. 6-7. Ja. Wie sieht's da jetzt aus? Wir haben 8. Gusfried hat 8. Ist okay. So, Kriegseifer ist hoch. Und wir haben aber zu wenig Nahrung, ehrlich gesagt. Hier, das wird ausgebaut jetzt demnächst. Können da oben die Schafe und so ausbauen, aber ehrlich gesagt ist mir das zu unsicher. Das werden die vermutlich ja wieder zurückerobern. Da muss man halt auch jetzt drauf achten. Erstmal gucken, wo liegen die Siedlungen überhaupt, die hier angezeigt werden. Was bringt das hier? Versorgung würde auch Nahrung bringen. Ja, dann machen wir das doch bitte mal. Und die... Ich denke auch, das können wir ausbauen. Da sind zwar Feindsiedlungen in der Nähe, aber da habe ich bisher keine Gegner gesehen. Okay, gehen wir in die nächste Runde. Und schauen mal, was passiert. Und dann müssen wir die Folge leider beenden. Wir sind schon lange über der Zeit. Bin sehr gespannt, was North Leoda jetzt macht. Oder ob sie einfach die Siedlung da halten. Nein, sie ziehen weiter nach Süden. Oh mein Gott. Oh, sie wollen einfach den totalen Sieg erringen jetzt. Und hier macht der Gegner einen Ausfall. Okay, ich speichere mal. Und beende diese Folge, liebe Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal in dieser äußerst verflixten Situation für Northumbria. North Leoda überrennt uns und wir haben ihm nichts entgegenzusetzen, so wirklich. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Lüppetikapo.